Oppo, Hersteller von solch tollen und auch spiegelnden Smartphones oder aber In-Ear-Kopfhörer in verschiedenen Versionen, hat ein neues Produkt vorgestellt und das in Zusammenarbeit mit Sunrise. Und das schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Da habe ich nämlich ein Paket zugeschickt bekommen plus eine Prepaid- oder Postpaid-SIM-Karte. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns den Oppo 5G CPE T1a genauer an. Und was das ist, das müssen wir jetzt zusammen rausfinden. Kryptischer Name das. Einen kleinen Einwurf habe ich noch. Das Großteil dieses Videos geht um das Scheitern. Um mein Scheitern beim Einrichten dieses Routers. Wer sich das nicht anschauen möchte, unten findet ihr wie immer Kapitelmarken. Dann könnt ihr direkt zum Fazit gehen und sehen, ob sich das Ganze gelohnt hat und ob das Teil auch funktioniert, wie es möchte, sollte oder könnte. Die Schachtel selber hübsch gestaltet, gefällt mir als Verpackungsfetischist natürlich sehr gut. Ich hoffe, im Inneren kommt nicht allzu viel Plastik zum Vorschein. Hier seitlich auch Oppo glänzend gehalten. Auf der Rückseite steht nochmals der Produktname. Ansonsten wird hier nicht viel mehr verraten. Dann sind wir doch mal gespannt, was rauskommt, wenn ich hier den Deckel aufbekomme. Das schaut dann schon mehr nach was Bekanntem aus. Es ist ein 5G, Name hat sie schon verraten, oder ein 4G-Router, der bei euch zu Hause WLAN macht. Das heißt, er sammelt die 5G und die 4G-Strahlen ein, bündelt die in ein WLAN und gibt sie euch ab. Und damit könnt ihr euer Büro, euer was auch immer zu Hause mit Netz versorgen. Könnt euch vom Kabelanbieter, vom DSL-Anbieter, was auch immer trennen und mobil ins Internet gehen. Schauen wir uns doch mal kurz an, was hier noch alles so mit drin ist. Hier hat es ein bisschen Papierzeugs mit Erklärungen rundherum. Was reinkommen darf und was nicht. Die Nano-SIM, das heißt nachher rausbrechen, wo sie reinkommt und so weiter und so fort. Die SSID und das Wi-Fi-Passwort stehen anscheinend auch unten dran. Das heißt natürlich per sofort dann das Ganze auch ändern. Aber alles nach dem anderen oder eines nach dem anderen besser gesagt. Was haben wir hier noch drin? Wahrscheinlich Strom und Ethernet. Genau, Ethernet, weiß gehalten wie die Box und flach. Flach ist immer gut. Und dann haben wir hier noch den Stromadapter. Ein wuchtiges Teil. Ja, dafür einen schönen Ausgang, der ein bisschen flexibel ist und auch noch umspannt ist mit ein bisschen Silikon. Das lässt auf eine längere Lebenszeit hoffen. Und dann eben den Stromport selber. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den Router selber an. Wenn man es so im Verhältnis her setzt, das hier ist das Oppo Find X3 Pro in der 5G-Version. Ist ein Ticken höher als das, von der Breite her ein Ticken breiter, sieht man das? Also ganz knapp breiter und natürlich auch so tief, also gerade nochmals so tief. Das sind in etwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, etwa 11 Oppo-Smartphones hintereinander und dann hat man die Box zusammen. Oben steht Oppo, seitlich nichts. Vorne habt ihr die folgenden LEDs, eine 5G-LED, eine 4G-LED, das WLAN-Symbol und das generelle Ich habe Strom und laufe. Seitlich, wie gesagt, nichts. Auf der Rückseite findet ihr dann den Hinweis, dass es hierbei sich um einen 5G-Router handelt. Den Ein- und Ausschaltknopf, der raussteht. Der WPS-Button, der nach innen gekehrt ist. Also gleich das Gegenteil. Somit kann man sie auch blind voneinander unterscheiden. Und dann habt ihr hier den LAN, respektive den WAN-Port. Dann habt ihr den LAN-2-Port. Ihr habt eine Phone-Schnittstelle, da bin ich ganz gespannt. Ihr wisst ja, ich bin großer Fan von Fritzboxen, weil die eine integrierte Telefonzentrale und allem möglichen drum und dran haben. Ich bin mal gespannt, ob hier sowas Ähnliches ist und oder für was das ist. Und dann den Stromanschluss. Hier unten haben wir Aussparungen rundherum für die Lüftung. Das gleiche, sieht man das hier, ist oben auch. Und dann würde ich sagen, geht das Ganze doch einmal an den Strom. Ich bin ja mal gespannt, wie sich das Ganze einrichten lässt, ob ich das rausfinden kann, ohne dass ich die Anleitung lese oder auch nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zuerst noch hier unten und heben dieses kleine Stückchen Plastik raus.
Hier habt ihr zum einen den Zugang für die Nano-SIM-Karte und nebendran ist das Hole für ein Reset. Um das Ganze zurückzusetzen, einfach unten mit einem SIM-Karten-Tool oder einer aufgebrochenen Büroklammer reingehen und dann lässt sich das resetten. Dann würde ich doch sagen, packen wir hier mal die SIM-Karte rein. So, mal schauen. Nano-SIM hieß es, das heißt komplett rausbrechen. Voilà. Und hier ist auch ein kleines Logo, also hier rechts ist das abgeschrägte Stückchen. Somit wissen wir, wie wir es reinstecken müssen. So. Voilà, SIM-Karte ist drin. Dann würde ich doch mal sagen, ab an den Strom damit. Wo habe ich eine Steckdose? Ich muss mal kurz suchen gehen. Das Verlängerungskabel ist organisiert. Einmal Strom drauf und dasselbe hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch kurz einen Blick in die Bedienungsanleitung. Sprich, was wir hier wohl für eine App dazu brauchen. Ab Seite 8 haben wir Deutsch. Bla 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 bla. Das Ganze funktioniert relativ einfach, indem dass man in den Einstellungen unter WLAN, da müsste jetzt was auftauchen, aktualisieren. Pfupf ist schon mal drauf, also Strom ist drauf. Das wird wahrscheinlich das Cololight, steht das hier irgendwo, die SSID müsste hier ja drauf gedruckt sein. Nope. Ich gehe mal schwer davon aus, dass Cololight das Netzwerk der Wahl ist, verbunden. Jetzt müsste dann auch ziemlich schnell eine Verbindungsmaske kommen. Hier haben wir schon mal das Zeichen, dass WLAN aktiv ist, also sprich das zweite blinkt schon, dann müsste das Ganze passen. Hier haben wir jetzt noch Sunrise, mal gucken. Nee, eigentlich müsste das Teil Oppo CF irgendwas heißen. Da drauf steht, ich muss nach Sunrise. Punkt was? Box, genau. Wenn das die richtige Box ist, also falsch genamst ist, mal kurz schauen. Sunrise Box. Also Dual WLAN Beschleunigung wurde aktiviert. Webseite nicht erreichbar. Dann war das doch nicht das Richtige. Doch nicht ganz. Also gehen wir auf sunrise.box. Hier müssen wir uns dann einloggen. So, kommen Sie schon. Da fehlt ein bisschen was an Informationen. Das hier unten stimmt schon mal, aber mehr bekomme ich hier nicht. Nein. Open Source Software, nee. Ja, bringt mich nicht weiter, leider. Nicht verzagen, anderen Browser fragen. Vielleicht liegt es daran. Box, nein, umgekehrt. Sunrise.box. Webseite nicht erreichbar. Wieso sind wir hier aus dem WLAN geflogen? Hier geht nichts. Ich werde es nochmals zurücksetzen und dann noch ein drittes Mal versuchen. Ich werde es nochmals zurücksetzen und ein viertes Mal versuchen. Ich setze jetzt hier nochmals zum SIM-Karten-Tool an und versuche es noch ein fünftes Mal. Ich würde mich dann nochmals dem SIM-Karten-Tool zu Hilfe beten und hier den Reset wagen. Ein sechstes Mal. Vielleicht hilft da der sechste Versuch. Wer weiß, wir werden es sehen. Eingeschaltet ist es. Jetzt kommt dann nächstens auch das WLAN-Signal. Voilà, das leuchtet.
Wir haben hier Geschwindigkeit, Signalstärke, den Status verbunden, automatisch, ja. Dann müsste es jetzt eigentlich möglich sein, dass wenn wir hier drauf gehen, dass wir was sehen. Gerne hätte ich einfach noch dieses Login-Fenster. Und jetzt zumindest haben wir ein Blabla, etwas, was wir durchlesen können, Datenschutzrichtlinien etc. haben wir natürlich gelesen und dann kommen wir wieder auf das gleiche Fenster, was keinen Inhalt hat. Was ziemlich schade ist. Mann, kann da einer doch mal Oppo erklären, dass wir in einer Mobile-First-Welt leben? Also so eine Welt, die mobile Webseiten und so mag. Ich habe einen Fehler gefunden. Ich kann da noch so weit nach unten scrollen. Es geht nach rechts, recht weit nach rechts. Dann kommt auch ein Login-Fenster und irgendwo hier oben habe ich vorhin noch irgend so ein, ach ja, Sprachefeld entdeckt. Ja, kann man machen, Oppo. Dankeschön. Hat mich jetzt knapp eine Stunde Lebenszeit gekostet. Mit zurücksetzen und nicht mehr zurücksetzen und so weiter und so fort. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr nachher das Gerät nutzt, unbedingt das Passwort zurücksetzen. Denn theoretisch, wenn jemand bei euch zu Hause ist, kann er das Passwort sonst einsehen. Und ihr könnt hier meines einsehen. Standardpasswort. Sehr unschön gelöst. So, voilà. Eingegeben. Und ja, Webseite nicht erreichbar. Aha. Ja, Passwort. Ja, jetzt hätte ich es doch lieber speichern können, wenn ich es dann hätte. Nee. Das Login läuft und läuft. Es dreht sich zumindest was. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es diesmal klappt. Ich glaube, ich bediene mich hier mal einem anderen Smartphone. Hier dreht sich noch alles. Dann geben wir das doch hier mal ein. 3. Jetzt mal schauen, ob das hier schneller geht. Verbunden ist es schon mal. Gehen wir hier auf eine Webseite. Wie heißt das? Sunrise.box. Voilà, auf der Webseite bin ich drauf. Admin. Und jetzt nochmals dieses lustige Passwort. Jetzt kann ich dann das Passwort... Ah, da geht's schneller. Hier das Oppo dreht noch. Auf dem iPhone bin ich jetzt drauf. Aber auch das wieder keine mobile Webseite. Und das gefällt mir irgendwie so gerade gar nicht. Ja, mal schauen, kann ich hier irgendwas machen, dass ich den Rest am Desktop machen kann? Home, da sind wir. Erweiterte Einstellungen. Zumindest ist die SIM-Karte noch nicht aktiv. Was muss ich dafür unternehmen? WLAN-Einstellungen, Basic. Ja, hier könnte ich das Passwort ändern, will ich aber gerade nicht. Das muss ich nachher machen. Ich will doch nur rausfinden, wie ich hier meine SIM-Karte zum Laufen bekomme. Gast-WLAN muss auch nicht laufen. Die SIM-Karte Puck gesperrt, ja. Ja, dieses mit 3 Tage später ist kein Witz. Ich habe an 3 aufeinanderfolgenden Tagen es immer wieder funktioniert und bin immer wieder gleich gestolpert. Schlussendlich hat es dann aber geklappt, auch da, wo ich dann mit einem fremden Smartphone das Ganze ausprobiert habe. Es ist nicht so, dass ich von Anfang an nicht verschiedene Smartphones mit eingebunden habe, aber hier hat es dann schlussendlich mit einem iPhone geklappt. Ganz wichtig ist natürlich auch, die SIM-Karte darf kein PIN haben. Wenn das so sein sollte, dann gehört die PIN, also die SIM-Karte in ein anderes Telefon schnell, die PIN rausnehmen, die SIM-Karte wieder raus, in den Router mit rein und dann sollte es eigentlich auch lauffähig sein.
wäre es natürlich schön, wenn hier das 5G oder 4G aktiv wäre. Ist es aber nach wie vor nicht. Ah, jetzt schaut es gut aus. Ein weißes LED bei 4G und jetzt auch ein weißes bei 5G. Kurz war noch ein oranges da. Und jetzt schauen wir uns hier an. Perfekt. Wir haben Internet und das kommt von Sunrise. Das Netz, das 5, ja, das geht immer wieder auf Orange. Also hier im Büro scheine ich nicht einen guten Empfang zu haben. Jetzt wechselt es wieder. Ja, jetzt haben wir auch wieder drei Striche. Was definitiv nicht davon abhalten sollte, dass Oppo hier an der mobilen Webseite arbeiten sollte, so dass man das Ganze, die Einrichtungen und so weiter, auch mit dem Smartphone machen kann. Denn woher kennt man Oppo? Nicht von Computern, weiß ich her, woher, sondern von Kopfhörern und Smartphones. Und dann sollte sowas natürlich auch vom Smartphone aus steuerbar sein. Sollte ich einfach so dumm gewesen sein, diese mobile Ansicht zu finden und oder eine App zu finden, wie auch immer, lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Ja, wäre natürlich nützlich. Nichtsdestotrotz, auch wenn es eine mobile Seite gegeben hätte, all den anderen Struggle plus den verkehrten SSID-Namen etc., das werde ich bei Oppo sicherlich noch anfragen. Das könnte vielleicht auch daran gelegen haben, dass das Gerät vorab schon mal jemand getestet hat und umgenannt hat. Kann ich mir aber nicht vorstellen, so schön wie das Ganze noch eingepackt war. Alles in allem, nach vielen Monaten im Test mit diesem Router kann ich sagen, das Teil ist genial. Das Teil ist einfach, das Teil ist simpel. Vom physischen her, also der kleine Turm, den ihr da habt, er braucht nicht viel Platz in der Grundfläche, steht einfach in der Höhe da. Wenn man ihn am richtigen Ort platziert, und das könnt ihr am besten mit 5G-Messungen, dafür nehmt ihr einfach euer 5G-fähiges Smartphone, stellt euch einmal da in Ecken vom Raum, einmal da im Ecken vom Raum und einmal im anderen Ende der Wohnung. Noch besser, ihr schaut vorab, wo das ihr 5G-Antennen habt und platziert denn den Router so, dass das Ganze funktioniert. Das Praktische hierbei ist, dass ihr nicht auf eine Steckdose angewiesen seid, wie bei Kabelmodem, bei Kabelroutern, wie bei Routern, die auf DSL etc. setzen. Den könnt ihr natürlich so frei im Raum platzieren, da wo es eben Sinn macht. Denn dicke Wände, dicke Fenster, dicke irgendwas in der Umgebung können natürlich die 5G-Leistung oder die 4G-Leistung, die ihr mit dem Router einsaugen könnt, vermindern. Dazu gibt es übrigens bald zu einem anderen Router, am besten den Account abonnieren, einen weiteren Testbericht, wo ich einen anderen 5G-Router mit externen Antennen versorgt habe, um zu sehen, ob man damit mehr rausholen kann. Das ist ein bisschen schade, dass es hier beim Oppo-Router keine SMA-Schnittstellen hat, wo man eben solche Antennen anbringen könnte, um da noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Aber eben nochmals zurück zum Fazit. Der Router ist genial, nicht nur vom Äußeren, der Schlichtheit etc. Er funktioniert auch gut. Wenn ihr in der Nähe seid eines 5G-Antenne oder einer LTE-Antenne, je nachdem was ihr habt, da eine gute Verbindung habt, könnt ihr damit euer Internet zu Hause ablösen und oder damit ein zusätzliches Internet für euch zu Hause machen. Denn wir kennen es alle, Homeoffice wird uns hoffentlich auch nach Corona, was ja noch lange nicht vorbei ist, aber auch nach Corona noch begleiten und somit hat man dann die Möglichkeit, auf ein eigenes Netzwerk zuzugreifen, wenn man Familie hat, Partner hat, dass die nicht über das gleiche Netz mit den gleichen Rechnern etc. miteinander verbunden sind, also Thema Sicherheit. Und oder ihr nutzt es als Backup-Leitung, nutzt den Oppo-Router in eurem Ferienwohnung, Ferienhaus, das kann permanent sein, wenn ihr, wenn ihr in der glücklichen Lage seid, ein Ferienhaus zu haben und oder könnt ihr natürlich auch mitnehmen, wenn es eine Woche, zwei irgendwo nach Italien, ins Tessin oder ins Bündnerland in die Ferien geht. Router mitnehmen, SIM-Karte mitnehmen und oder wenn ihr im Ausland seid, natürlich eine fremde SIM-Karte kaufen, einstecken, Strom draufgeben und das Ganze funktioniert. Wenn ihr es dann eben mal raus habt, wie das Ganze mit der Konfiguration funktioniert. Aber jetzt klappt es ja. Wie gesagt, wenn Oppo da noch in einer mobilen Version der Einrichtung, des Einrichtungsassistenten arbeitet, dann wäre ich auch glücklich und ich glaube viele der Nutzer da draußen auch, die nicht ganz so viel Geduld haben wie meiner einer. Ich hoffe, dass das nur bei mir der Fall war und dass das bei euch nicht so ist. Aber wie gesagt, wenn ihr euch mal durchgekämpft habt, das Teil läuft 1A. Auch geschwindigkeitstechnisch ist es wirklich top.
Wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert doch diesen Kanal, sagt es weiter, empfehlt das Video weiter, Daumen nach oben und hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr Fragen dazu habt und oder auch sonst irgendwas ein Anliegen habt. Ihr könnt es auch über Social Media oder über E-Mail tun. All die Informationen findet ihr unter der Videobeschreibung oder im Kanal generell. In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Video und bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss.